Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio mit dem lieben Kev. Hallo Kev. Hallo. So, es ist jetzt schon wieder mal ein bisschen länger her, weil wir immer lange Sessions machen, wo wir aufnehmen. Und wir haben gesagt, okay, wir stürzen uns jetzt einfach mal rein ins Vergnügen. Ich bin der Meinung, wir wollten das letzte Mal oder haben das letzte Mal angefangen mit hinten alles also fertig zu machen, damit wir da hinten eine weitere Zugstrecke oder eine weitere Zuganbindung kriegen für Eisen, weil uns das Eisen ja so langsam ausgeht. Das war ja unser Riesenproblem. Der Kev hatte ja hier schon mal angefangen mit Solarpanels und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie das da hinten aussieht. Ich glaube, da hinten sind immer noch extrem viele Aliens unterwegs. Na, obwohl, so viele sind das gar nicht mehr. Eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Oh, nee, das sieht ja, sogar glaub, war gut aus da hinten. Kaputt gemacht, glaube ich. Oder du hast, glaube ich, beim letzten Mal richtig viel rumgeballert. Nenn es jetzt einfach mal. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn du mal auf die Karte guckst, ne? Wir haben ja oben im Norden dieses große Eisenfeld, ne? Jo. Was ist rechts da unter dieser silberne Streifen? Siehst du den auch? Ich glaube, da habe ich schon Schienen gebaut. Oder hier, wie auch immer. Okay. Weil unten, okay, wenn du das guckst, da ist ja auch so ein Strich. Es müssten eigentlich die Schienen sein. Ja, das sieht ganz gut aus, eventuell sogar. Ich würde mich trotzdem, upsala, ich würde mich trotzdem jetzt mal nochmal drum kümmern, mit einem Panzer dahin zu fahren. Einfach nur mal, um die Gegend noch weiter zu sichern. Wir sind ja auch gerade, das Forschen hängt ja auch ein bisschen hinterher, weil wir ja natürlich kein Eisen und so weiter haben. So. Ich glaube, das war jetzt echt unser Problem. Ne? Ah, hier ein bisschen Eisen kommt zwar noch, aber ich glaube, da unten war ja wirklich tote Hose. Ja, sobald wir hier nämlich wirklich jetzt anfangen, wieder zu forschen, deswegen haben wir auch so viele Forschungspakete, dass die gar nicht mehr schon weiterbauen, damit wir halt genug Eisen haben, jetzt momentan für die Schienen und so weiter. Das ist gerade, glaube ich, das Wichtige. Mhm. Okay. Ich gucke gerade mal, hier habe ich jetzt noch mal 69. Ich fahre jetzt noch mal eben los und gucke, dass die Straße da hinten auch relativ sicher ist. Beziehungsweise fahre erst noch mal nach unten zu unserer Zweitbasis, die wir ja als erstes gebaut hatten, um da zu gucken, wie da denn das Eisen aussieht momentan. Oder Eisenverschleiß oder wie man es auch immer nennen will. Außerdem brauche ich auch noch Munition. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wo produzieren wir das denn? Genau, was macht denn der Kev gerade? Erzähl mal. Ich versuche erstmal so grob durch die Basis hier durchzusteigen, weil ich muss gestehen, ich habe auch offscreen sozusagen ein bisschen gespielt. Deswegen muss ich jetzt erstmal ganz kurz gucken, wie wir diese Basis denn hier überhaupt aufgebaut haben. Okay. Und so. Ja, wir haben auf jeden Fall Steinmangel. Das habe ich jetzt schon festgestellt. Steinmangel? Stahl. Also, ach, Stahl. Heißt das denn überhaupt Stahl? Ja, Stahlträger. Ja, Stahlträger, genau. So, hier wurde schon, hier ist ein Feld schon wieder leer gelaufen. Was natürlich sehr ungünstig ist. Machen da Stahl und da Stahlträger. Ah, ja, okay. Na gut, wir kriegen zwar ordentlich Eisen eigentlich hier weg, aber nicht so viel, wie wir brauchen eigentlich. Eieieiei. Na gut. Ich habe mir Munition ein bisschen was eingepackt. Fahre mal nach oben wieder. Weil ich einfach die Bedenken habe, dass wir da oben definitiv dann natürlich auch noch Militärverteidigung brauchen. In Form eventuell sogar von Lasertürmen, sodass wir da keine Munition mehr produzieren müssen, so wie wir das ja hier unten gemacht haben. Mhm. Schöner wäre es natürlich dann. Ich gucke mal gerade, ob wir die Lasertürme schon automatisiert machen. Ich bin nämlich der Meinung, ja. Ja, es kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Gott, wie wechselt man dann nochmal die Waffen? Ach, mit Q, genau. Ja. Ach doch, hier. Ah, ich bin blind. Okay, wir machen auf jeden Fall welche. Und er macht keine. Warum? Wir haben zu viel Stahlträger. Yay, wer hätte es gedacht. Oh Mann. Ja gut, vielleicht sollten wir da vielleicht nochmal die Stahlproduktion ein bisschen höher schrauben. Ja, müssen wir dann irgendwie separat. Ach, wir können ja eigentlich hier hinten was anschließen. Geht ja. Ja, ich mach mal hier so drei Lichtbogenöfen. Okay, tatsächlich, es sind Schienen. Ich habe mir auch gerade schon ein paar Schienen eingepackt. Ich mache jetzt noch flott hier die Lichtbogenöfen und dann bastel ich da mal weiter, würde ich sagen. Ja, und das Eisen hier ist auf jeden Fall sehr viel. Das ist schon mal schön.
Nee. Achso, du machst da oben. Ja, ja, ich mach hier Bum-Bum. Eieieiei, also es sind auf jeden Fall sehr extrem viele, was ich hier gerade angreife. Ja, der Fleck auf der Karte sieht sehr, 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 sehr groß aus. Warum kann ich... Ach so. So, ich muss auf jeden Fall nochmal schnell ein paar Reparaturkits bauen für mich. So, wie steigt man nochmal aus mit Enter? Genau. So, erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, den Panzer reparieren. Gut, dann mache ich mich mal dran und verlege nochmal ein paar Schienen. Aha. Ja, wie gesagt, ich versuche gerade nochmal hier das alles so ein bisschen in Zaum zu halten, beziehungsweise vielleicht nochmal ein bisschen so die Gegner zu dezimieren. Eieieiei. So. Bums. Oh, okay, oh. Ich habe ein Problem. Solange du nicht stirbst, ist alles gut. Okay. So, wo wollte man hier lang? Okay, ich repariere gerade auf jeden Fall den Panzer nochmal ganz schnell. Weil das schon wieder so gut wie hin war. So, schnell wieder einsteigen. Und weiter geht's ins Getümmel. Mal einmal schnell nachladen. Oh Mist. Ups. Ich habe auf jeden Fall gerade den nicht ganz so spannenden Part, würde ich mal behaupten. Okay, was machst du? Schienen legen. Also. Okay. So, die kleine Basis unten habe ich mal auseinandergenommen. Jetzt geht's zur oberen. Ich glaube, die wird echt böse. Also laut Karte so würde ich vermuten. Ich habe auch nur noch 13 Raketen. Ach, du Heilige. Ja, ich glaube, das war's mit mir. Oh, oh. Alter, ich war, glaube ich, 2 Sekunden drin oder so. Und
Ich habe... Mein Panzer hat nur noch einen Balken. Oh. Irgendwie von der Versuchung von der Ferne zu arbeiten. Ich habe also diese großen Würmer oder wie die sich nennen, die haben ja auch eine mega Reichweite und machen einfach viel zu viel Schaden. Oh nein. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Der Panzer ist leer. Das oh, ist super. Ganz schlecht. Jetzt stehe ich hier. Fährt er auch mit Bäumen? Ich weiß es nicht. Ja, fährt er. Kannst du reinmachen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, sehr schön. Hat mich auch irgendwie etwas gewundert, warum das quasi dann ein Baumauto ist, aber... Ja, vielleicht fährt er ja mit Ofenprinzip oder so. Achso, hier wie so eine Dampflok meinst du? Ja, so ungefähr. Ah. Eieieiei. Ja, ich habe es auch in irgendeinem Sinne gerade mal versucht, so ein bisschen sie zu attackieren, indem ich über die Sachen rüberfahre. Ging auch an sich ganz gut, bis ich dann fast kaputt war. Naja. Oh. So, ach, da können wir rein. Och, nö. So. Okay, ich habe jetzt keine Raketen mehr. Oder Geschosse, eher gesagt. Oh, so ein Kack hier. Dann ist in der Wald. Oh, aber ich könnte. Okay, ich habe nichts mehr an Munition. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr ist nicht so viel. Ja, ich komme jetzt mal eben zurück. Achtung, ich weiß nicht, wo du bist, aber hau ab. Mir läuft einiges hinterher. Ja, genau da, wo du bist. Hau ab. Sofort. Oh, ich sag's ja nur. Okay, ich sehe gerade, du haust ab. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ach, wie schön. Die Zugstrecke ist ganz schön lang. Ja, ich sehe es auch gerade. Aber wenigstens greifen die Viecher ja keine Gleise an. Ja. Ich glaube nur... Wow! Da wäre ich fast vom Zug überfahren worden. Nur diese Elektromasten. So, vielen Dank, liebe Geschütztürme. Guck mal, da kommt auch schon einer, den ich reparieren möchte. Yay! Dankeschön! Eieieiei. Irgendwas wollte ich mir noch mitnehmen. Nee. Mach ich Maschinen. So, Munition stellen wir ja nicht mehr her, ne? Glaube nicht. Nee, die hatte ich. Hatte ich aufgehört zu bauen. Ah, dementsprechend natürlich sehr schade. Na gut, okay. Kann ich da oben leider jetzt nicht mehr angreifen, aber ich habe es ein bisschen dezimiert, sagen wir es mal so. Außerdem habe ich nochmal 44 von diesen Alien-Essenz da mitgebracht. So. Haben wir ja noch nicht genug von. Ich habe ja, eben reingeguckt, wir haben irgendwie 200 von. Also wir brauchen auch echt viel, aber 200 ist schon ein guter Puffer. Naja, also wir haben einmal das ganze Ding hier voll, dann haben wir 198 noch in der Montagemaschine und 149 Alien-Artefakte noch. Und ich habe 100 in der Tasche. Okay. Ne, ich hätte mir was rausgenommen. Ich wollte eigentlich was mir so einen Anzug bauen, aber
Da brauchen wir echt arsch viele Materialien für. Ja. So ein Rüstungsbla. So, kann ich dir in irgendeiner Weise noch irgendwas mitbringen? Noch habe ich viele Schienen. Höchstens vielleicht noch ein paar Schienen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch brauche. Also wir haben hier jetzt noch 26 gerade und 28 gebogen, ne? Hast du dich eigentlich mal drum gekümmert, wegen einem neuen Zug? Oder wollen wir den nee. Alten nehmen? Nee, sollten wir einen neuen nehmen. Sollen wir einen neuen nehmen, gut. Dann werde ich mal eben schauen. Was ist denn das hier? Ah, ja, stimmt. Das habe ich ja gebaut für die Flugdinger, genau. Logistikroboter. So, nochmal 10 Stück. Auroboter, brauchen wir auch noch welche? ich weiß nicht, wie viele da haben. Ich weiß es auch nicht. Schaden kann es nicht. Okay. Wenn du auf so einen Flughangar mit der Maus drüber gehst, steht es rechts irgendwo an der Seite drin. Wir haben 26 Bauroboter und 68 Logistikroboter. Ja, ach, dann kannst du so ein paar raushauen. Ja, habe ich gerade gemacht. Das ist ja jetzt die Final, sozusagen. Ach so. Was wollte ich denn jetzt tun? Wir haben hier Elektromotoren. Ich glaube, für den Zug brauchen wir Verbrennungsmotoren, genau. Die waren unten, ungefähr da, wo das Eisen geschmolzen wird. Aha. Rechts daneben, glaube ich. Da sind die Verbrennungsmotoren. Die werden aber die ganze Zeit gerade abgeholt. Oh, Manno! Aber wahrscheinlich oben zu den Elektromotoren. Sonst musst du die mal irgendwie deaktivieren, so lang. Oh, jetzt muss ich den Weg zurücklaufen. Hui. Oh, ich sollte mir mal... Na gut. Wenn du eine Lokomotive fertig hast, sag mal Bescheid. Dann fahre ich mal mit dem Ding zur Baustelle. Ich habe nämlich auch erst in meiner letzten Spielstunde quasi festgestellt, oh, man kann ja in Züge einsteigen. Oh. Mhm. Das ist interessant. Ich bin schon keine Ahnung, wie viele Kilometer in das Spiel gelatscht und immer den Gleisen entlang. Und der Zug ist 4, 5, 6 Mal an mir vorbeigelaufen. Ich dachte mir jedes Mal, ja. Sehr gut. Man kann einfach Enter drücken, wie bei jedem fährt einfach mit. Okay. So einfach ist es. So. So. Gut, ich habe jetzt 2 Verbrennungsmotorbestandteile, 20 brauche ich. Yippie. Und ich brauche 30 Stahlträger, also das dauert noch. Ja, rechts habe ich 3 Stahlproduzenten gebastelt. Echt nicht viel Eisen. Oh, oh, oh. Nee, das ist echt ein Mangelware hier bei uns. Haben wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen was drin. Okay. Wo denn? Hier in der Anbieterkiste. Boah, das ist gut was. Quasi Notreserve. Ja, könnte man es auch nennen, definitiv. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Verbrennungsmotoren. Da oben die Elektromotoren habe ich jetzt sozusagen ausgestellt. Ich habe einfach den... habe ich eigentlich gedacht. So. Oh. Nee. Hm? Den Greifarm habe ich einfach umgelegt, sozusagen. In eine andere Richtung. Aber irgendwie werden die ganz schön langsam gebaut, die Dinger. Woran mag das wohl liegen? Ich schätze mal an den Stahlträgern. Wobei, da sind einige drin. Hast du die gerade reingepackt? Ja. Okay. Dachte gerade, hä? Ich habe einfach mal welche geklaut. Momentan das Dringende. Ach ja, Kev, wo bist du? Wo willst du hin? Hier. Schienenbahn? Oh. Warte. Achso, kannst du schon eine machen, oder? Ja. Schien. Habe ich da in die Kiste reingelegt. Die hatte ich noch im
Inventar. Nee, ich kann noch keinen bauen. Okay, das dauert auch noch ein bisschen. Ich glaube, einmal laufen kann ich denn eh noch. Das Ding dauert ganz schön lange. Ja. Die lila Prozessoreinheiten, hattest du die auch schon irgendwo bauen lassen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Wenn dann oben bei dem Schmiermittel, weil ich meine, dafür braucht man auch dieses Schmiermittel. Schwefel braucht man dafür. Schwefel, genau. Okay, ich finde jetzt nichts Wirkliches, wo das hätte gebaut werden. Wenn dann nur bei den Batterien, da wird ja, glaube ich, Schwefel produziert. Aber ich weiß nicht, ob da Platz ist. Nee, nicht wirklich. Nee, hier wird nur Batterien hergestellt. Schade, weil sonst hätte ich so ein Effizienzmodul 2 bauen können, also ein Geschwindigkeitsmodul 2. Also dann hätten die schneller gebaut werden können. Ey, das gibt's doch nicht. Die klauen die immer noch irgendwo. Ach ja, natürlich. In der Anforderungskiste. Logisch. Ich habe ja nur den Greifarm umgestellt, nicht die Kiste. Ah, hier sind 4 Stück drin. Jetzt haben wir schon 6. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Yippie! Naja, gut. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt eben eine Aufnahmeende machen, also Folgenende. Und in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie wir schon einen Zug haben. So lange werden wir nämlich mal warten, weil sonst müssen wir ja hier die ganze Zeit in der Folge warten. Das ist ja doof. So, okay. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Bis gleich. Also, morgen.